Hallo und willkommen bei Turbutine. Heute mal ein Spezialvideo, weil ich eure Hilfe brauche. Und zwar, es geht darum, um den Online-Shop. Ich will euch nicht damit voll labern oder damit nerven, aber ich brauche eure Tipps, wovon, also so, es geht einfach darum, was könntet ihr gebrauchen? Was wünscht ihr euch, was da drin online vorkommen würde? Ich brauche halt ein paar Ideen dafür, dass wir das umsetzen können, dass es online kommt. Die Sache ist halt die, ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht, was man nehmen könnte, was man wieder reinbringen könnte. Aber ich wäre noch für so ein paar mehr Ideen. Also wir sind ja schon sehr spezial mit gewissen Dingen, die nicht jeder hat oder jeder anbietet. Und ja, ich nehme euch mal mit in mein Chaos. So, da fangen wir schon mal an mit diesen Eiskratzern. Ne, also ich finde sowas, jetzt zum Winter ist das halt perfekt. Natürlich auch sämtliche diese Sticker-Varianten, die wir ja nun mal haben, finde ich auch super. Schlüsselbänder finde ich auch gut. Oder allgemein so diese Aufkleber, alles was wir so hier in dieser Kiste haben. Dann auch diese Violetten. Von Camaro, Trabi oder Golf 1 finde ich auch super. Und was natürlich immer gut läuft, sind die ganzen Hoodies, die ich hier habe. Hoodies in grün und in schwarz haben wir die ja zur Verfügung. Echt nicht wundern, das sieht ja aus wie Hemdens unterm Sofa. Dann ja die T-Shirts, obwohl die nicht so beliebt sind. Natürlich diese Spiegel. Ich finde die ja echt schön, ne? Also, weil da sehr viel Arbeit drin steckt. Den Stift brauche ich vorne. Ja, aber ich brauche noch ein paar Ideen. Dann die Mützen haben wir, die sind auch fast weg. Ja, und das ist es, das Problem mit den Ideen. Also wie ihr seht, also mit dem Versenden, ich bin voll dabei. Ne, also, ja, das geht gleich nachher alles raus, sobald Max wieder zurück ist. Und ja, ich kann euch ja mal eben erzählen, was ich mir so aufgeschrieben habe. Also nicht wundern, wie ich heute irgendwie allgemein aussehe. Es ist, also ich habe heute Morgen verpennt und dementsprechend war ich ein bisschen spät dran. Ne? Ich muss, oh, ich stütze einen hier mit dem Stuhl, dass Max da drauf sitzen kann. Ne? Das Ding noch nicht zusammengebrochen hat, ist auch alles. Und zwar, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, was man auf jeden Fall nehmen könnte, wären auf jeden Fall neue Hoodies, aber ich wäre für ein anderes Logo. Und ich wäre um eure Hilfe, ich brauche die wirklich, ne? Eure Hilfe wäre super, dass ihr mir ein paar Ideen, was für ein Logo wünscht ihr euch auf so ein Pullover oder was für ein Logo wünscht ihr euch auf so ein T-Shirt. Da das ja mein neuer Job ist, muss ich mich ja damit befassen, was bei den Leuten beliebt ist, was kommt gut an. Also diese grünen Hoodies, dieses Green Spezial, Special, wie auch immer, kam ja sehr gut an. Aber wir hatten noch nicht viel als Varianten, also als Auswahl. Dann kommen wir auch zu den Größen. Die Größen sind halt, wir haben halt immer wenig die kleine Größen da. Wir hatten immer von XL bis 3XL. Viele wünschen sich, oder ich habe viele Anfragen bekommen, ob man nicht auch 5XL anbieten kann. Kommt halt drauf an. Wir machen die Pullover ja nun mal auch nicht selber fertig. Der Einkauf von einem Pulli in 5XL oder sogar 6XL ist natürlich dementsprechend höher. Und wir müssten ihn, wenn wir sowas anbieten würden, natürlich teurer verkaufen als andere Pullover. Und ich finde das immer so ein bisschen unfair, ne? Weil das dann so größenspezial ist. Aber das ist ja, es muss ja irgendwie, ne, funktionieren. So, dann habe ich Anfragen bekommen auf Instagram um Sweatshirts. Das sind ja normale Pullis, so wie dieses hier. Also nicht so mit Ausschnitt und so, aber so normale Pullover, bloß ohne Kapuze. Ich weiß noch nicht, ob da so das Interesse so hoch ist. Und was ich auf jeden Fall wichtig finden würde, dass man, wenn man eine Bestellung bekommt, dass man auch einen Zettel bekommt. Also meine Zettel, die ich jetzt habe, sind alle leer. Also so wie der neue Werbeflyer oder allgemein Flyer. Autogrammkarten bieten wir ja auch an, also von Max zumindest. Ja, und die Farben zu den Hoodies, ja, ist schwierig, ne? Also ich hätte tatsächlich wieder gesagt grün, aber dieses helle Grün oder dieses oder eher ein dunkleres Grün, da müsste man gucken, dass das mit diesem Aufdruck passt. Und als Aufdruckvariante, ich hatte Max ja vorgeschlagen, man könnte als Aufdruckvariante doch mal irgendwie so eine Silhouette von seinem Gesicht machen oder von Gordon. Also wenn Gordon das will, müsste man ihn fragen. Aber Max meinte, es geht in seinem Kanal um Autos und nicht um ihn. Also ja, okay, gut. Er will sein Gesicht nicht auf irgendwelchen Pullovern. Kann ich verstehen.
Aber ich hätte als Idee noch vielleicht so eine Camaro-Silhouette. Also es gibt sie ja, man muss halt gucken, ne, was man dafür nimmt oder ob jemand die selber zeichnet oder wie auch immer oder designt oder ja, so eine Camaro-Silhouette, dann die Trabi-Silhouette, vielleicht einfach so. Ich finde das ja auch, finde es ja auch schön, wenn es nicht aufgedruckt ist, sondern aufgestickt. Aber das ist halt auch immer so eine Preissache. Das ist im Einkauf teuer und in der Verkaufsbranche muss man es ja auch wieder höher verkaufen. Ne? Das ist ja nun mal so. Ja, so, dann hatten wir ja mit T-Shirts, würde ich auch tatsächlich, hätte ich auch Bock auf neue Varianten und vielleicht auch neue Farben und auch auf jeden Fall neue Mustern. So, das ist so das, was mir so derzeit einfällt. Was ich ja natürlich cool finde, ich hol's mal eben. Also dieses Video ist übrigens wieder ungeschnitten. Ich lade das einfach so hoch, weil ich habe keinen Bock zu schneiden. So, kleinen Moment. Ich hol das mal eben. Was ich natürlich cool finde, sind ja diese Echtleder, ne? Also, dass die aus echtem Leder sind. Also klar, nicht jeder mag das. Als Schlüsselanhänger, ne? Also die Fotos finde ich, da habe ich mir auch echt Mühe gegeben. Also das war so Max' Idee, als ich das online in den Shop gestellt habe. Dann haben wir ja einmal das in dieser Variante. Und einmal mit dem Trabi-Muster, ne? Und dann, klar, ne? Also wenn sowas bestellt wird, ja, das ist mit den Farben, ich suche die Farben nicht aus, ich greife das, wenn ich den Ring jetzt zum Beispiel aufmache, wenn ich den Ring aufmache, greife ich von da oder von der Seite und deswegen ist das halt nach Zufallsprinzip. Davon haben wir ja noch ein paar, also die finde ich sehr gut, die kommen auch sehr gut an. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, also wie gesagt, ihr seid gefragt, was wünscht ihr euch? Was hättet ihr gerne? Was wäre so eure Vorstellung? Ich möchte gerne, dass diese Wünsche von euch dann halt irgendwie umgesetzt werden, dass ich das organisiere, dass es umgesetzt wird. Also Hoodies, man könnte es natürlich auch machen, dass man auf Bestellung arbeitet, dass man zum Beispiel in dem Shop das anzeigt und dann auf Bestellung und dann wird es auch erst produziert. So hat man es nicht rumliegen und es wäre nachhaltig, wenn zum Beispiel was nicht weggeht. Das könnte man natürlich auch anbieten. Ich hätte gerne auch einen eigenen Hoodie oder würde gerne auch einen irgendwie, wenn ich irgendwann mal ein Logo habe, auch einen von mir irgendwie rausbringen. Also wenn da irgendjemand dran Interesse hat. Ich wüsste halt, ich habe das Problem ist, Max hat ja sein Logo für seine Firma. Und ich habe noch keins. Mein Papa wollte mir wohl eins basteln, irgendwie so ausdenken, weil so malen und sowas zeichnen kann er ja gut. Irgendwie, aber wir sind uns noch nicht sicher, was man da drauf bringen kann. Vielleicht hat ja jemand irgendwie eine Idee, was man für mich als Logo nehmen könnte. Bei mir fällt gar nichts ein. Und ja, dementsprechend sind wir da auch am Überlegen und dass man da vielleicht erstmal so eine Kleinigkeit und das natürlich bei Max dann hochstellt, weil ich habe jetzt keinen eigenen Online-Shop. Das wäre ja, wenn wir irgendwie gegeneinander arbeiten, dass das irgendwie so verbunden ist und man irgendwie dann so gemeinsam halt arbeitet. Ja, das ist so die Fragen aller Fragen. Ja, also ich wäre wirklich für jede Hilfe von euch dankbar, wenn ihr mir einfach so ein paar Ideen reinhaut, in die Kommentare schreibt, was wünscht ihr euch? So eure Wünsche, eure Ideen. Was ja auch gut ankam damals, waren Tassen. Die waren ja auch schnell weg, obwohl ich sagen muss, ich fand, die haben nicht lange gehalten. Also spülmaschinenfest waren die auf Dauer nicht. Also ich habe, also das fand ich nicht so super. Dann, ja, das ist so, es ist halt schwierig, ne? Also, ja, ich würde halt gern neue Sachen auf jeden Fall noch irgendwie rausbringen. Mehr Auswahl für die Leute und dass es halt läuft, weil ich muss halt erklären, das ist ja mein Job. Und wenn ich keine Arbeit habe, ist halt schlecht. Dann würde das ja miese fahren, wisst ihr? Und natürlich will ich mich darum kümmern, dass meine Arbeit immer läuft. Ich war jetzt die letzten ja, 2 Wochen ungefähr, ja, 1,5 Wochen, ich war ja 1 Woche auch krank, war ich durchgehend, also wirklich beschäftigt. Ich habe gemacht und getan. Und es läuft ja nun wirklich alles noch per Hand hier, ne? Also ich gehe zum Lager, was ich mir da selbst zusammengebastelt habe irgendwie. Ich habe es mir auch selbst irgendwie einsortiert und gehe zum Lager und hole die Sachen da raus, pack sie ein, beschrifte alles. Deswegen, wenn ihr einen Brief oder ein Paket von uns bekommt, ist das meine wunderschöne Handschrift da drauf, die ihr seht. Also ich. Irgendwann schreibe ich auch total schnell, weil es einfach so automatisch ist und dann auch irgendwie so Routine dann, ne? So, das ist es. Das läuft dann einfach so. Und ja, also
Deswegen, also ich bin kein Amazon, ich bin kein großer Betrieb, der jetzt hier so en masse arbeitet und schnell, schnell, schnell. Die Sache ist ja auch einfach die, dass ich nicht lange hier bin. Ich bin meist zwischen 8:30 und 9 hier, meistens eher 9. Und ich muss um 12:30 ja auch schon wieder los, aufgrund der Kinder, ne? Weil ich die Kinder dann ja auch schon wieder abholen muss. Und das passt genau. Also wenn dann irgendwas im Verkehr dazwischen kommt, komme ich schon ein paar Minuten zu spät. Ja. So, das ist so, ja, meine Ideen, die ich bisher habe. Wie gesagt, ich hätte gerne auch ein eigenes Logo, würde damit gerne irgendwas machen, wie ein Pullover oder so, den ich dann zum Beispiel tragen kann oder ja, aber den ich dann bei Max rüber online stellen würde, dann, ne, also wäre Bullshit, wenn ich jetzt irgendwie so einen eigenen Shop machen würde, dann würde ich ja, das wird irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja, das wäre so meine Vorstellung, ne, dass ich, wie gesagt, also ihr seht ja, was ich hier an Paketen alles habe, an Bearbeitung. Und ich habe das alles alleine gemacht, ne? Also ich habe alles alleine gepackt, alleine da rein sortiert, alles die Listen allein abgearbeitet. Das heißt, wenn ihr mal einen Fehler in einer Bestellung haben solltet, dann schreibt mir per Instagram oder ähnliches, weil ich glaube, diese E-Mail-Adresse, die da angegeben ist, ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das öffnen kann, wie ich da darauf zugreifen kann, ne? Dass ihr mir dann einfach so schreibt oder Max über seine eigentliche E-Mail-Adresse eine Nachricht schreibt. Also wenn ich irgendwas mal vergessen habe, glaubt mir, ich bin auch nur ein Mensch und das wäre halt einfach menschlich, ne? Ja, so, aber auch zum Beispiel diese grünen Hoodies, ne? Da ist ein bisschen Staub dran, ne? Diese hier, ich finde die nicht schlecht, weil die kannst du überall zu anziehen. Also das kannst du überall zu tragen und ja. Ja, also, oh, ich habe euch weggeschmissen. Tut mir leid, aufglitscht bin ich. Ich ziehe mir mal eben kurz eine Jacke über, weil es ist ein bisschen fresh und kalt. Ja, also wie gesagt, für jede Idee, jede neue Idee wäre ich sehr dankbar und irgendwie macht mich der Pulli auch fett, als ich eigentlich bin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ich habe einfach zugenommen, aber ich glaube, ich habe nicht zugenommen. Ja, so, das ist so, das sind jetzt so meine Ideen, ne? Und ja, klar, so videotechnisch bei mir würde ich es einfach weiterlaufen lassen, dass ich halt so wöchentlich 2 Videos maximal irgendwie hochlade, wie ich es halt zeitlich schaffe. Und dass ich, ja, es geht jetzt einfach hauptsächlich um die Autovergangenheit und halt um meinen Alltag, wie so ein, wie nennt man das denn noch, wie so ein, wie heißen diese Videos denn? Vlog? Keine Ahnung, ich bin noch nicht auf dem neuesten Stand der Dinge. Das ist so der Plan, der Pläne. Ja, wieder anziehen. Aber auf jeden Fall, das ist so, ja, ich brauche Ideen. Und über jede Idee, wie gesagt, bin ich dankbar, dass, ja, ich irgendwelche Bestellungen, irgendwas Neues, irgendwas Cooles, irgendwie, weiß ich nicht, was Außergewöhnliches, ne? Klar, es gibt ja diesen Hammer, den haben die meisten wahrscheinlich in dem Livestream von Max gesehen, aber der ist ja bisher noch, glaube ich, unverkäuflich. Also er wird den noch nicht verkaufen, keine Ahnung. Und es kommen demnächst Flaschenöffner. So, aber okay, gut. Mit dem Logo drauf, also normaler Flaschenöffner und der Griff ist dann aus Holz. Und da ist dann das Logo drauf. Ja, ansonsten, wie gesagt, was ich halt Max auch schon gesagt habe, was ich finde, was wirklich gut läuft, sind einfach diese Pullover, dass das wirklich gut klappt, also gut funktioniert, dass die sehr beliebt sind und sehr gut ankommen. Ja, also das ist so meine Arbeit, ne? Und ich muss euch sagen, ich bin wirklich also sehr froh und sehr glücklich damit, ne? Also das ist schon was anderes. Also wenn ich mir überlege, Pflege, klar, hättest du jetzt auch gleich Feierabend, aber wie lange bist du dann schon gerannt und gelaufen und gemacht und hast gemacht und getan? Und hier ist so, ja, okay. Ich kann mir das halt alles selbst Ich kann mir das alles selbst einteilen und ja, das ist sehr, sehr entspannt auf jeden Fall und gefällt mir sehr gut, ne? Das ist wirklich, ich kann mich nicht beschweren, also doch, es ist ein toller Job. Auch, dass ich nebenbei den Kanal einfach wiederbelebt habe, so zack. Und ja, und das ist so, ne? Also ja, jetzt ist Max auch unterwegs mit ein paar Leuten und dementsprechend mit seinem Vater und so und Gordon dauert das jetzt auch, bis er wiederkommt. Das heißt, wenn er gleich wahrscheinlich wieder da ist, dann bin ich schon wieder weg.
Und dann sieht man sich halt abends zu Hause. Ich glaube, man muss immer irgendwie Berufliches und Privates trennen. Ich finde, das fällt einem dann doch schon ziemlich schwer. Aber auch das kriegt man irgendwie auf die Kette. Ne? Ist halt auch wahrscheinlich so eine Übungssache. Und ja, dass man das irgendwie hinkriegt. Ja. So, das sind so die Worte zu meinem Job. Also, ich finde das schon cool. Ich hätte auch nie gedacht, dass das mal so weit kommen wird, wirklich nicht. Also Max hat da früher schon viel von geredet, ja, irgendwann anzuhören, ja, bei mir arbeiten. Da habe ich so, haha, als wenn, gelacht, aber ja, doch. Es ist nicht immer einfach und es muss einfach laufen. Deswegen kümmere ich mich ja auch darum, dass es neue Bestellungen gibt. Ich will die Leute damit nicht nerven, ich will die Leute nicht belästigen. Nichts, ne? Also das ist, es muss einfach funktionieren, ne? Damit halt einfach läuft, weil die Kosten müssen halt auch abgedeckt werden. Und ja. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, dass ich euch um Hilfe frage oder beziehungsweise um Rat, was ihr euch wünscht oder was ihr halt gerne hättet. Weil ich finde das halt schon, ja, sehr wichtig, dass, weil ihr gehört ja dazu. Ohne euch würde es uns nicht geben. Das ist ja nun mal so. Das ist ja so, wir möchten ja schon, ne, für die Zuschauer und für allgemein stehen ja schon irgendwie was wiedergeben, ne, mit dem, was wir so tun oder was Max halt auch macht. Weil sonst, es ist so klein angefangen, sonst wäre man auch jetzt nicht da, wo wir sind. Wenn die Zuschauer, wenn die nicht wären, dann ist man, dann schafft man das alles nicht. Und dann hätte man, wenn man diesen Rückhalt davon auch nicht hätte, von dieser Community, Community fühlt sich ein bisschen merkwürdig an und ja, und dann möchte man natürlich auch irgendwie was wiedergeben, ne? Und dann finde ich so, ich finde das dann halt wichtig, dass man die Leute schon fragt, was sie gerne hätten oder was sie gerne möchten. Und ja, du kannst es nicht immer jedem recht machen. Das ist einfach so. Aber ich finde, ja, dass es doch schon wichtig ist, ne? Dass das läuft. Das muss einfach irgendwie funktionieren. Ich muss eben was trinken. Immer so, ich trinke ja nichts auf. Erstmal hier einen Deckel drauf machen. Ja, und natürlich könnt ihr mir gerne auch noch ein paar Videoideen reinhauen, also was ihr euch so wünscht, was gefilmt werden soll. Oder ob ihr da noch ein paar Ideen habt. Also ich bin da ja sehr flexibel. Und ich suche was. Also ist das weg? Ja, also dann, ne, das wäre auf jeden Fall super. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Mal kurz auf die Uhr. Gleich muss ich auch schon los. Wir können ja noch einmal durch die Halle tigern. Also es ist sehr, sehr ruhig und sehr dunkel. So, alleine hier ist schon ein bisschen creepy auf jeden Fall. Und ja. So autovideotechnisch, wie gesagt, würde ich dann als nächstes den Derby machen. Und heute ist einfach nur, dass ich wirklich eure Hilfe brauche und ihr mir einfach Tipps gebt, beziehungsweise was ihr euch gewünscht, was es online geben soll und ob ihr sonst noch irgendwelche Ideen habt, allgemein Videoideen, Merch-Ideen. Ja, also schon, ja, schon ein gutes Stück. Das ist gruselig hier so im Dunkeln. Also abends würde ich hier nie wieder alleine sein. Ne? Also das ist echt. Ich war so froh, dass meine Freundin letztens mit hier war, weil das ist schon echt creepy. Aber ich wollte eben gucken, ob alles zu ist und ob alles soweit in Ordnung ist. So, ne, das ist, ja. Dementsprechend, dann nehme ich jetzt eben das Handy einfach mit und dann passt das. Aber da ist Ruhe, ist alles gut. Dann passt das, ja. Ja, also wie gesagt, haut mir mal ein paar Ideen raus für Merch, Videos, was ihr euch wünscht, was sind so eure Vorstellungen dafür, ne? Das ist jetzt nur eben so ein zwischen Tür und Angel Auto, ja, geschehen hier, wie heißt Video, dass das eben schnell geht. Das, ja, dass ich ein paar Ideen habe. Ich packe jetzt meinen Kram hier zusammen, gucke nochmal alles durch, arbeite nochmal alles ab und dann
geht's die Kinder abholen und nach Hause. Und dort geht's dann weiter mit dem Haushalt und der Wäsche. Und jetzt sind wir immer im Kreis gelaufen. Ja. Wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Woche. Das nächste Video wird der Derby dann sein, höchstwahrscheinlich, vermute ich doch mal. Und ja, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bis demnächst.